Ja gut, ich würde dann einfach sagen, wir beide haben einen Dialog zu hören. Mission annehmen, was? Wöchentliche Heldenmission, hä? Nein? Ja, was machst du da? Du musst ja auf die Tür gehen. Oh, mi. imperiale Flotte muss ich. Jupp. Schöner Ladebildschirm. Ja, mach weiter. Komm. Gegenstand Stufe 1. Benutzer öffnen, rechnen. Fettes gepanzerte Ausrüstung. So, auch wieder da? Ja, ja. So, ich musste erstmal kurz eine Ausrüstung für meine Kirsche hier annehmen. Charakter, das da, welches ist denn besser? Wert 30, 153 Rüstung. Fettes gepanzerte Rüstung öffnen per Rechtsklick. Hab ich. Oh, das sind ja gleich mehrere. Okay. Hast du für deine Hochrüstung bekommen? Nö. Ich glaube, der hat generell nie Rüstung. Jetzt muss ich gucken. Wert 30, 153. Die ich hier jetzt angezogen habe, hat da viel bessere Werte. Schuhe 46 Rüstung. 51. Okay, du kriegst jetzt diese Schuhe. Hose, Rüstung 82. Ne, und das. Aber Wert 30, Hauptwert 153, Rüstung 82, Rüstung Beherrschung 8, Ausdauer 9, Beherrschung 8, die sie jetzt anhat, hat definitiv weitaus mehr Attribute. So, dann gucken wir mal, Map vergrößern, da geht's weiter. Fette, du siehst sexy aus. Oh ja, das sieht so geil aus hier. Und da stürmt nochmal wieder vor. Der will nur questen. Ich muss mir erstmal die Atmosphäre hier geben. Oh, das sieht so geil aus. Babamäßig. Baby. Und du wieder am Vorpreschen zum Questen, wa? Ne, ich queste gerade nicht, aber ich habe endlich gefunden, wie man zu diesem komischen Casino kommt. Ja, ich guck mir jetzt erstmal den Hangar an, der ist barbarmäßig. Ich muss mir das alles auf der Zunge erstmal zergehen lassen. Warte mal, das ist Kori. Nee, das kann nicht Korriban sein. Korriban sieht ganz anders aus. Hey, was meinst du denn? Wie sieht Korriban deiner Meinung nach aus? Wie ein Wüstenplanet. Den ich hier sehe, der sieht halt aus wie die Erde. Und Korriban ist, ist ein Wüstenplanet, ja. Ja, den man auch in der Anfangssequenz gesehen hat. Ja, weil ich hier einen ganz anderen Planeten gerade sehe, aber egal. Die Fliege, wenn die mich noch einmal anfliegt, ich raste hier aus. Ist einfach nur geil. Ach du heilige Katastrophe, gibt's hier viele Quests. Also Nebenquests meine ich. Dann einmal hier, Fahrstuhl. Fette? Hallo? Was? Wie? Wo? Okay.
Houston, der Dark hat ein Problem. Hauptebene, Korriban und Hutter Abflüge. Ne, Hauptebene weiß ich. Oh. Hui. Ich glaube, wir werden hier ziemlich lange bleiben. Ich habe gerade 30 Quests angenommen, aus Versehen. Und dann sag mir noch mal, Ena, du machst langsam. Rushen hat das nichts damit zu tun, wenn man sich einfach nur die Quest ins Questmenü holt, ohne sie zu machen. Wenn ich sie machen würde, wäre es Rushen. Rushen ist so, wenn du gleich 30 Quests auf einmal dort stehen hast. Das ist einfach nur ein Gespräch gewesen. Der wollte mit mir sprechen. Sprich, so. Und auf einmal ist mein Missionsmenü voll. Das hier, Flashpoint PvP Tutorial. Nein, das nicht. So, gucken wir uns mal die Map an. Wow. Kampfausbildung. Werbeterminal. Mehr wird mir hier nicht angezeigt. Ja. Festung und Crewfähigkeiten, galaktischer Handelsmarkt, Versorgungsgüter, Kampfausbildung. Du hast Post. Briefkasten? Wo bist du? Jetzt flattert mich das Vieh schon hinten rum an, ey. So. Ey, diese Fliege. Ich habe Medipacks bekommen. Danke, wofür auch immer. Was ist das? Hier hast du Zugriff auf die Frachtrampe deiner Gilde. Hier hast du Zugriff auf die Frankreich deiner gemeinsamen Vermächtnisse. Oh, jetzt will sie mit. Will sie jetzt mit mir reden? Ja. Also, ich habe nachgedacht. Ouch. Vielleicht wollt ihr ja dieses Schockhalsband abnehmen? Ihr wisst schon, als Zeichen der Dankbarkeit für meine harte Arbeit auf Korriban? Nicht, dass ich die ewig schwelende Angst vor einem Elektroschock nicht zu schätzen wüsste. Ja, komm. Du hast es dir verdient, Wett. Das bedeutet allerdings nicht die Freiheit. Wow. Jetzt fühle ich mich richtig dumm, weil ich nicht früher gefragt habe. Komm, hallo, nur. Keine Sorge. Ich werde versuchen, euch keinen Grund zu liefern, mir das Ding wieder anzulegen. Weder das Halsband noch deine Versklavung waren meine Idee. Ich verstehe schon. Bloß ein weiterer Tag im Leben des Imperiums, was? Nun, ich bin nicht im Gefängnis und habe kein Halsband und das Wetter ist mies. Also schätze ich, wir sollten... Was kommt jetzt? Du und ich, wir könnten zusammenarbeiten, die Galaxis unterwerfen. Was hältst du davon? Was? Also... Natürlich. Ich und mein Kumpel, der Sith. In der Schule wird sich niemand mit mir anlegen. Tut mir leid. Ziehen wir einfach weiter, ja? Oh ja. Ich liebe diese Frau. Was ist das? Das war. Ich hab noch keine Gilde. Wo kann ich da nicht ran? Das kann ich entsperren. Gemeinsames Vermächtnis. Frachtrampe deiner Charaktere? Frachtrampe deiner Charaktere. Das machen wir irgendwann mal. Was ist das? Le
Achorgone Joltard, Elimbult hatra feles leult kos. Achorgone Joltard, Elimbult hatra feles leult kos. Aten germindig ujianas. Gut. Eik? Ja. Onslaught Biochemie kann man hier kaufen für 500.000 Credits. Läuft. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir werden hier echt länger bleiben. Das weiß ich noch nicht. Ich muss erst einmal jetzt hier. Ich bin immer noch am Startpunkt. Also ich muss erstmal hier rumlaufen. Mir alles in Ruhe angucken. Das war Aufzug zum Hangar des Kopfgeldjägers, des Sith-Inquisitors. Hangar des Agenten, Hangar des Sith-Kriegers. Ich sehe gerade Infos, willkommen auf dem Discord, das gucke ich mir dann an. Ach du Heimatland. Das sind irgendwelche Offiziere. Hier gibt es Märkte, okay. Hier ist wieder so ein komisches Terminal. Sozialmission. Handwerksausbildung, Sozialpunkte. Nimm eine Fähre nach Dromund Kaas. Erlerne eine Crewfähigkeit und interagiere dann mit deinem Ausbilder. Nein. Ich will meinen Ausbilder töten. Was ist das? Festungsverzeichnis Alderaan. Ja, ich habe noch keine Festung. Ich glaube auch nie, dass ich eine haben werde. Ach du Scheiße, ey. Ihr seid eine mächtige Figur auf der galaktischen Bühne. Mächtige Figuren ziehen mächtige Feinde an. Schützt euch vor euren Feinden. Vergrößert euren Einflussbereich. Setzt euren Wohlstand als Waffe ein. All das und mehr könnt ihr mit einer Festung erreichen. Sichert euch einen Winkel der Galaxis und gründet eure neue Machtbasis. Lasst eure Festung in Prunk und Schönheit erstrahlen. Und badet euch voller Zufrieden. Dient dem Imperium. Zeigt euren Wert. Nutzt eure Macht. Ich würde das am liebsten überspringen. Sichert euch jetzt eine Festung. Sinnloses Gebrabbel. So, kann man hier. Was ist denn jetzt hier unten los? 1, 2, 3, 4, 5 Missionsdinger werden mir hier gerade angezeigt. Aber das ist alles nur für eine Festung. Das will ich nicht. Unten gibt's Shops. Dr. Maritz. Nelogras. Waffenbau. Cybertech. Kunstfertigkeit. Biochemie. Ach du leck mich am Hinterteil. Du. Hier gibt's ganz schön viel, muss ich sagen. Schatzsuche. Unterwelthandel. Diplomatie. Ermittlung. Boah, Alter. Hacken, plündern, Crew, Archäologie, Bioanalyse. Hier gibt's nix. Hier hinten haben wir Eroberungsbelohnung, planetarische Eroberungsbelohnung. Gildenregister, Flaggschiffkommissar. Was? Begib dich auf Nar Shaddaa? Kaufe bei einem Festungsverzeichnis eine Festung und reise zu deiner Festung. Was? Ich montiere mich da ganz anders. Das sind die einzigen zwei Nebenquests, die mir hier gerade angezeigt werden.
Ja, wie gesagt, man kann maximal 25 haben und ich hatte schon mit einmal aus Versehen alle 25 voll. Aber ich nehme wahrscheinlich, weil die Hauptquest sagt, nimm eine Fähre nach Kars, nehme ich hier alle Quests, die mit Kars zu tun haben, erstmal an. Sozialobjekthändler, Gefährtengeschenkehändler. Was war es? Seht euch ruhig an. Alles, was ihr hier seht, imperiale Zielvorrichtung, Glitzerpulver, blau. Beehrt uns doch wieder. Okay. Ach du Scheiße, ich bin überfordert. Frachtrampe deines gemeinsamen Vermächtnisses. Hä? Hier gibt's Gleiter. Gleiterhändler! Womit kann ich dienen? Schenkst du mir einen Gleiter? Damit kannst du mir dienen. Willst du mich verarschen? 5 Millionen? 10 Millionen? 10.000? Da waren meine Preise ja mit 500.000 noch ganz in Ordnung. 10.000, 10 Millionen, 3 Millionen. Warte mal, der sieht aus wie aus... Das ist ein Kleider, der sieht aus wie aus Star Wars Episode 1. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Raumschiffausrüstung, Flottenauszeichnung, Rufhändlerin. Ach du Heimatland, ey, das wird nicht besser hier. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal alle für Kars angenommen. Erscheinungsbildmodifikation. Oh lol, man kann sein Erscheinungsbild ändern. Cool. So. Da gab's Waffen. Was ist das? Kiosk des galaktischen Marktes. Ach so, Heimatland. Hier ist wieder ein Fahrstuhl, da will ich nicht hin. Jetzt geht's hier weiter. Was haben wir hier alles? Lord Velnine. Gesundheit. Modifikationshändler. Sag mal, hier gibt es irgendwie nur Händler, wo ich bin. Ich habe hier immer mal wieder das Quest-Terminals. Aber die nehme ich alle nicht an. Das hat nämlich was mit Flashpoint und PvP zu tun. Mache ich erstmal nicht. PvP mache ich auch nie. Also, da bin ich noch zu low dafür. Kriegsbeute. Kriegsbeute Lord Turbis. Taktische Gegenstände. Galaktischer Kommandohändler. Händler der dunklen Seite. Was kannst du mir bieten? Der Logistikminister sorgt dafür, dass die Kriegsanstrengungen ausreichend unterstützt werden. Was ist denn das? Ein MK3 Universal Fertigteil will der haben dafür. Sith Lichtschwertschmiede. Für das Imperium. Ihr seid stark. Doch ihr könntet noch stärker sein. Ach du Scheiße. Zeigt keine Gnade. Oh, schönes Holochron. Das ist ein richtiges Holochron. Und hier so ein viereckiger Würfel. Okay, jetzt kommen wir in den Lichtschwertbereich und das keine Ahnung. Ist irgendwas? Ist das hier drinne? Ja. Wöchentliche Heldenmission? Nein. Prioritätsmission. Gruppen, PvP-Tutorial? Nein. Quartiermeister, Agent Marxa. Stufe 50 Ausbilder, alles klar. Ich
musste Festungs machen. Festungsverzeichnis Drum und Kars. Yavin 4, Tatooine, Manan und Nar Shaddaa. Ja, und ich habe mich halt nur erstmal für alle Kars-Missionen entschieden. Weil sonst verliert man echt den Überblick. Das ist wieder Flashmob und sonst was. Der Garn. Lord Twi'nak. Lord Holt. Okay. Wirklich aufgeben. Das ist eine Eventmission, Stufe 17. Ja, komm, aufgeben, die kann ich später bestimmt wieder annehmen. Jetzt kommt wieder das mit der Festung, ja. So, dann gehen wir jetzt einmal Missionsabflug. Da oben ist Drum und Kars Abflüge. Festung, kauf bei einem Festungsverzeichnis eine Festung und reise zu deiner Festung. Das Lustige ist, ich habe hier keine irgendwie Abflüge in dem, Mission in dem Fall. Hast du dieses eine große Terminal gefunden, bei dem du für alle Planeten 20 bis 50 Missionen annehmen kannst? Was für ein Terminal? Okay, dann hast du schon eine komplette Runde um die Station gedreht? Ja. Das heißt, glaube ich, wöchentliche Heldenmission. Das müsste dir auch auf der großen Karte angezeigt werden. Werbeterminal, Prioritätsmission, Werbeterminal, wöchentliche Heldenmission. Genau, dorthin. Glaube ich jedenfalls, dass es das ist. Aufzug der, zum Hangar der Sith-Krieger. Da gehe ich gleich hin. Gehen wir erstmal zu diesem Terminal. Oh Fette, du hast dich aber gemacht, ey. Von Level 10 auf 7 innerhalb von ein paar Kämpfen. Läuft bei dir. Von Level 10 auf 7 kann ich sein. Außerdem bleib mal stehen. Nee, warte mal, ich will jetzt erstmal zu diesem Terminal. War das das hier? Ja, da, genau, das da. Und da nur halt alle Kars-Missionen. Ach du Scheiße. Hab ich erstmal ausgewählt, weil ich jetzt nach Kars. Korriban, bewaffnet und gefährlich. Da kannst du noch gar nicht machen. So. Sarealia. Alter, die sieht ja geil aus. Ich glaube, du kommst aber auch erstmal mit nach Kars, oder? Ja, da ist meine Hauptmission, klar. Okay. Aber ich gucke mir jetzt noch die anderen Ebenen hier an. Was meinst du mit Ebenen? Gehst du noch rauf? Ja, ich gehe zum ersten Mal zum Sith-Krieger-Hangar, klar. Ach so. Das meinst du. Da ich das Sith-Krieger bin oder Sith-Juggernaut momentan. Guck ich mir das an. Hier ist grün, das heißt, hier wird gleich was passieren. Du bist nicht qualifiziert beizutreten. Leck mich am Arsch. Minimap. Aufzug zur Hauptebene. Hier ist alles noch rot. Ja, gut. Aber wirklich alle Hangars sind hier noch rot. Ne, hier ist was Grünes. Ah. Das wäre dann was für dich bestimmt. Ich habe kein Schiff in diesem Hangar, darum kann ich das nicht machen.
rausschmeißen. Ich habe Raumscheißer gelesen. Aber hier unten in der Mitte war ich auch noch nie. Die ist halt echt fett. Barkeeper rausschmeißt. Ist das hier ein Fahrstuhl? Hauptebene. Hallo? Oh Leute, da brauchst du VIP, was ist denn das für eine Grütze? Barkeeper, jetzt, also komm, Barkeeper, was kannst du mir anbieten? Möchten Sie sich unser Inventar ansehen? Jukebox-Chips, nein, will ich nicht. Aber ich kann hier bestimmt was verkaufen, genau. So, Besuch. Stimhändler, nein. Verkaufen wir mal irgendeinen Quatsch. Apropos, jetzt wollte ich mal... Hä? Ach doch, da. Level 18 ist der Typ, ey. Boah, ey, wie viele hier rumstehen, das leckt bei mir. Wo war denn das Postterminal hier oben? Postterminal müsste doch dort gewesen sein. Das ist der Kartellbazar. Okay, da war ich auch noch nicht. Missionsabflug, da war ich, brauche ich nicht hin. So, dann einmal hier lang. Hier, Post. Alle überprüften Anhänge abrufen. Das ist das Erstellen. Ja, oh lol, wenn ich... Brauche ich Abo. Leck mich am Arsch, ey. Ist wirklich so ein kleines Pay-to-Win-Game mittlerweile. Es ist... Das kann ich dir auch so sagen. Das war immer schon ein Pay-to-Win-Game. Ja, zum Anfang musstest du ja regelmäßig zahlen, damit du überhaupt auf dem Server spielen konntest. Es ist ein Wunder, dass sie das überhaupt gratis gemacht haben. Neptuns Zorn, Meister der Verschwörung. Alles klar. ja.